Ist live? Was du bist. Ah ja, ist live. Nette, die ganz Prominenz im Livestream, das finde ich ja genial. Hallo. Das ist doch mal genial, oder? Jetzt kannst du schon wieder winken. Sind wir live, Leute, echt. Ich habe gedacht, ich mache mal einen geilen... Ja, natürlich, siehst du. Und wann trittst du auf? Wann trittst du auf? Nächsten Freitag. Eine Woche noch. Noch eine Woche brav zum Ende. Ja, ja. Alleine oder mit Damenteam? Alleine. Ja, hier ist ein ganz tolles Programm. Jeden Tag. Dienstag Ladies Night. Gut. Ganz toll. Aber ich trete am Freitag auf. Gut. Aber ich sage eine Lady. Oh, Entschuldigung. So, gehen wir weiter, Schatzi. Komm. I'm gonna go
Jetzt musst du aber sagen, dass du die Leute... Ich bin live drauf. Also jetzt kannst du im Handy gut. Also bei mir am Handy gut. Das heißt, du bist jetzt live. Jetzt musst du mal die Hose runterlassen. Okay. Also, jetzt kannst du mal sagen, was hältst du von dem Hirschwirt hier? Was sagst du zu der Aktion? Ich dachte erst, das wäre er. Nein. Irgendwie muss da so ein bisschen... Ja, das ist Futterneid da sein, aber... Nee, am Moment mal, also komm, ich kann... Warum auch immer, ja, ich habe ja dementsprechend Werbung gemacht für meine Frau. Wissen wir ja, die haben ja letztes Jahr schon die Aktion gemacht mit dem Bier. Ja. Ja, das Bier günstiger ist über Wiesenmarkt, über die Wiesenmarktzeit. Ja, ist eine, kann ja jeder machen, kann ja jeder eine Aktion machen. Ich habe mir das schon gedacht, ey, 2,20, wenn normalerweise... Normalerweise kostet ein 0,3er kostet schon 2,50 oder so. Und jetzt ist ein 0,4er 2,20. Also das ist ein schönes Angebot. Wenn du jetzt guckst, ne, also von mir kannst du eigentlich nicht beschweren. Hier sitzen Leute, da sitzen Leute. Ja, drüber. Also, manche haben da Angst gehabt, wenn hier der Hirschwirt kommt, hockt alles andere her. Aber das ist das erste Mal so. Und ich denke mal, wenn das rum ist, dann werden wir mal sehen, war es jetzt vorteilhaft oder nicht. Es ist egal. Also die Leute sollen, ich habe auch noch keine Meinung dazu. Immer nur negativ denken, ich habe auch noch keine Meinung dazu. Die sollen erstmal abrechnen und sagen. Ich glaube, abwarten, gucken, wie das anläuft. Ich glaube, das Geld, das am Ende bei jedem in der Tasche ist, ist mehr, als wenn das Fest nicht gewesen wäre. Ja. Auf jeden Fall. Jetzt überleg, es wäre Wiesenmarkt. Ja. Alle wären da oben, hier unten wäre keiner. Das dann besser ist, wie das jetzt für die Gastronomie. Dir ist schon klar, dass du gerade live bist und dass das dann gespeichert wird. Das heißt, das, was ich erzähle, kann ich auch weiter sagen. Ja, du hast, wir haben ja nichts gesagt. Nee, genau, wir haben ja keinen Beleidigung. Also wir stehen hier beim Hirschwirt, also der ist auch nur, sagen wir mal, zwei, drei. Heute Mittag schon mal auf dem Pferderennen gewesen. Ja, ja. Ja, ich sag, ey, super, ich hab da ein paar schöne Bilder eingefangen. Da gibt's die, bei Meine Stadt Ever. Deine Bilder. Ich hab schon reingemacht heute. Ja. Ich bin mit dem Rad unterwegs, war da unten an der Reithalle. Und hab da mal ein paar schöne Bilder gemacht. Also ich finde, dass der Livestream mache ich ganz selten, aber das ist... Der Parkplatz da unten, ich bin vorbei, ich sage, in den Wiesenmarkt, der Volksplatz, wo das FC-Heim ist, ja, vollgestanden mit Autos, oben wo die Turnhalle ist, vollgestanden mit Autos, erinnert bis an Wiesenmarkt, gell? Ist so, erinnert alles an Wiesenmarkt. Und dann noch die Pferdchen da, war schön. Ja, das habe ich gar nicht so mitgekriegt, dass die vom Rennen her, dass die so viel machen. Ich hätte es auch nicht gewusst, wenn ich es nicht gelesen hätte. Muss ich ehrlich sagen. Was machst du hier? Lachen. Was? Komm, wo gehen wir hin? Jetzt gehen wir erst rein, aber es ist schön. Heute Mittag war schon gut besucht. Ja, warte mal, ich muss mal. Nee. Wenn sie einen Kaffee trinken, ist jeder. House, we are in.
Ich laufe um dich rum, weil es ein Livestream ist. Tschüss. Tschüss. Ist geil. Ein schöner Livestream. Hoffentlich läuft es hochflug. Komm her, guck mal hinüber ins Brauhaus. Wieso hast du so viel dabei? Willst du irgendwas kaufen oder willst du irgendwas machen? Bei was? Hi. Wenn du jetzt Neuwasser hast, ein bisschen live. Jetzt läuft es gerade live. Jetzt mach ich einen Livestream. Das sehe ich schon alle Leute auf der ganzen Welt. Ja, garantiert, weil auch alle Ansender. Dann siehst du, kennst du mein Schild, wo drauf steht, von Idioten lasse ich mich gerne unterschätzen? Hast du das schon mal gesehen? Weißt du eigentlich, wie viele Videoabrufe Odenwald TV in 2 Jahren gemacht hat? Nee, erzähl. 1,5 Millionen. Oha. Ja. Das heißt, alleine unser Psychologe, der Herr Bittenbrink, ja, hat über 35.000 Videoabrufe. Also, man unterschätzt das. Verstehst du, was ich meine? Ja, das ist aber typisch, das habe ich schon immer erlebt. Der Odenwald gibt nichts. Verstehst du? Wenn irgendeine Influencerin Lippenstift in Facebook macht, dann denkst du, die hat mehr Erfolg. Ist aber nicht so. Stimmt, hätte ich jetzt auch gedacht. Nein, es gibt eine ganz einfache Erklärung dafür. Wenn jemand.